So, meine Freunde, willkommen zur nächsten Runde GTA 3. Wir haben das letzte Mal, Spiel fortsetzen, das letzte Mal leider den Anschlag auf Salvatore nicht geschafft. Ja, das müssen wir jetzt dann natürlich nachholen, ist logisch. Und den hübschen Patriot. Jetzt erstmal wieder Seite wechseln und dann geht's weiter. Was kann ich, wir waren glaube ich ziemlich schnell gestorben einfach. Ja, da kam da aus seinem Häusel raus, beziehungsweise aus Luigis Club. Dann würde ich nämlich sagen, besorgen wir uns diesmal ein Scharfschützengewehr. Ach ja, wir sind wieder bei den nervösen Gangstern. You gonna die! Ja, gut. Und da ist auch gleich mal dran. So. Calhoun Bridge. Wieder zurück über die frisch reparierte Brücke. Das erinnert mich absolut an GTA San Andreas und GTA 5. Und da in die Stadt reinfährt über die großen Brücken. Ich glaube, GTA 4 ist es, wo man über die vierspurige Brücke in die Stadt reinfährt. So, brauchen wir erstmal den Ammunition. Ammunition. Dann brauchen wir Scharfschützengewehr und AK auf jeden Fall. Geld haben wir ja. So, und ein paar Granaten brauchen wir auch. Dann die zwei ja auch auf jeden Fall. So, noch ein paar Granaten. So, Scharfschützen haben wir jetzt 50. So, dann nehmen wir noch ein bisschen AK mit. Dann bleiben wir kurz hier stehen. Dann kommt erstmal weggehen. Ein paar Granaten können wir auch noch kaufen. Nummer 15. Schaffst du? Ja, nehmen wir ein bisschen mit. Sicher ist sicher. Aber AK brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Beziehungsweise, wie viel haben wir jetzt von der Uzi? Ja, blöd, wenn wir aus dem Auto schießen, da geht eine ganze Menge Munition. Also doch schön weiter fleißig einkaufen. Ja. Man muss auch Umsatz machen, der arme Junge hier im Ammunition. Nicht, dass der uns pleite geht. Ja, das können wir jetzt nicht riskieren, sondern 600 Schuss hier und 1000, habe ich gerade gesehen, 1170 Schuss unter AK. Unser Auto steht hier, also wieder in der Nebel. Nehmen wir mal den. Deswegen ist blau. So. Gucken wir doch hier runter, oder? Perfekt geparkt, würde ich mal sagen. So, gehen wir nochmal zur Akusa. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization. But first, you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Ja, das ist kein Massagestab. Das ist eine wichtige Information. Ich glaube, das ist ziemlich das erste Mal, dass wir ein, oder dass zumindest die Zeitangaben in der Mission random sind, beziehungsweise generiert aus den aktuellen Ereignissen. Also diesmal ist es 5.30 Uhr. Letztes Mal war es glaube ich 2.30 Uhr. Also je nachdem, wann wir da reingehen, sagen die uns eine andere Uhrzeit, wann er aus dem Club kommt. Ist schon ziemlich cool eigentlich. Wir wissen jetzt, wie er rausläuft, also schön gemächlich. Und rennt erst los, wenn sie uns entdecken.
sehe, wir halten ein bisschen Abstand und versuchen dann schön mit dem Scharfschützengewehr, am besten gleich in Herrn Salvatore den Kopf kürzer zu machen. Ja, Leute, nicht so nervös. Ich will heute nichts von euch. Scheint sie nur nicht zu interessieren. Mal schauen, ob wir irgendwo stehen und den Jungen auch sehen können. Vielleicht, wenn wir hier in die Gasse reinkommen. Hallo Junge. Ja, das hier reicht als Abstand. Darf dann natürlich nur nichts im Weg sein, ne? So, 5.30 Uhr, das heißt, in ein paar Minuten kommen schon die Autos und Salvatore kommt rausgelaufen. Es lädt. Achso, diesmal gibt es ein Video, haben wir das letzte Mal gar nicht gesehen. Beziehungsweise nur diesen kurzen Ladescreen aufflackern sehen. Und da kommt seine Gefolgschaft. Traditionell in den schwarzen Anzügen. Müssen auch gleich schon die Fahrzeuge, da sind sie. Blickfeld hier, sehr gutes Blickfeld. Und schwer bewaffnet die Jungs. Kein Wunder, dass sie uns so heftig umgehauen haben. Und schnell weg, würde ich sagen. So, sind interessiert die gar nicht. Der Chef ist tot. Die gehen gemütlich spazieren. Na gut, das war's schon. So einfach wäre es gewesen das letzte Mal. Da haben wir den doch glatt um den Arm kürzer gemacht. Hat er noch seine Zigarre in der Hand, ja? Ist er bestimmt auch ein Drogenpaket. Guck mal, hier ist eine Leiter. Perfekt, ah, ja, wusste ich doch. So, sehr schön. Wenn die uns schon hier hochlaufen lassen, gibt es ja auch. Ach, guck mal, von hier oben hätten wir das vielleicht auch erledigen können. Schaut mal, die Granaten so. Na gut. Hup. Schwimmen kann er nicht, aber fliegen der Junge. So, wollen wir unseren Yakuza mal reparieren? Da sind wir auf den Stern gleich los. Nein, keine $50, meine kleine Freundin. So, neue Lackierung, so voll gelogen. Ah, können wir da mal so einen lustigen Job hier von unseren Telefonmenschen machen? Yeah. So, mal gucken, was so Schönes von uns hat. Feuertaufe. Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Boros well in the wrath. Arriba! El Boros Zorn, jawohl.
So, jetzt gehen wir uns erstmal die Waffen holen. So. Ein Scheiner da und da schießen die doch wieder auf uns. Nur rumfahren. Nee, jetzt schießen sie nicht mehr. Oh ja, weil wir Samme Tore erledigt haben. Das hier in Chinatown die Yakuza herrscht, aber scheinbar schon. Dann gehen wir jetzt zu Yakuza. Dementsprechend scheinen die nichts mehr gegen uns zu haben hier. Weißt du, aber wenn wir jetzt in das Gebiet der Italiener fahren, werden die auf uns schießen. Also die schwarzen Autos. Nein, denk fest. So, da haben wir eine heiße Waffe, aber hier ist wieder eine Treppe. Sicherheit ein Paket oben finden. Nochmal schnell da hinten gucken. Überall Zeitung. Leider nicht lesen die hier. Jawohl, da ist es. Päckchen 7 von 100. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir alle Pakete zusammen. Bin immer hilfreich für Tipps übrigens, falls jemand weiß, wo ein Paket ist. Nimm dir 25 Triaden vor. Bin mir gerade gar nicht so sicher, die. Triaden sind das jetzt hier und die blauen. Probieren wir es einfach mal. Ja, was sind die blauen? Ja. So, ein ganzes Rudel von denen. Nicht wegrennen. Komm Leute, wo seid ihr? Nicht verstecken. Oh, wollen wir rumdrehen? Schon steht wieder einer. So schön. Jetzt haben wir allerdings auch den Kumpel hier am Backen. Oh, immer noch 15. Bloß nur eine Minute Zeit. Wie kommst du mit deinem Polizeiauto nicht rein, mein Freund? So, hier noch 13 Stück. Haben wir noch zwei. Vorne rennen noch zwei rum. Tut mir natürlich leid für alle, die ja dazwischen stehen. Hier haben wir noch zwei, drei Stück. Warten wir natürlich noch, bis die alle ein bisschen näher zusammen sind. Da müssen wir den plus ein, da haben wir noch zwei. Ein bisschen Geld und Waffen. So. Haben wir noch vier Stück. 30 Sekunden, vier Stück. Nur noch drei Stück. Guck mal, alle drei auf einmal. Und. Wir sind dafür 10.000. Sterne sind auch gleich los. Und dann haben wir den Sterne packen, aber. Ist mir egal. Das ist ein bisschen doof, ne? Wir haben uns gerade mit den Triaden verbündet, beziehungsweise mit der Yakuza. So dass die nicht mehr auf uns schießen und dann packen wir erstmal 25 von denen ab. Was ist jetzt ein Schwarzer? Ein Mafioso. Guck mal, jetzt schießen die gegenseitig. Oh, wieso schießen die wieder auf uns? Hopp. Oh, drei Sterne.
Oh! Sagen wir, schnappen uns ein Auto. Bevor wir unsere ganzen Waffen verlieren. Dann fahren wir ganz schnell. Pain and Spray und dann Leben holen. Wir haben da alles um die Ecke praktischerweise. Unsere frisch gekauften Waffen. So, auch wenn wir keinen Polizisten anfangen. Hey, look, but don't touch! Don't touch, nein, wir fassen dich nicht an. Ach, ist doch nicht wahr. Da hinten war da auch Leben, genau. Das Auto, was wir gerade repariert haben, ist schon wieder am Qualm. Natürlich absolut spitze. Telefon müssen wir erstmal keine, wir fahren das dann wieder zur Akusa. Die Story-Mission weitermachen. Wir müssen jetzt erstmal über die Brücke wieder zurück. Mal aussteigen. Die können das doch auch ein Paket geben, oder? Oh, sieht nicht so aus. So, da holen wir uns mal ein neues Auto. Oh Leute, ich habe mich da gerade eigentlich mit euch vertragen. Wollt ihr mich schon wieder hauen? Oh, das ist nicht schön. Ja, jetzt erstmal über die Brücke ab. Die sind erstaunlich schnell repariert haben, muss man dazu sagen. King Courtney will dich sprechen am Telefon in Espatria. Ja. Dann werden wir schnell den Chat sauber machen. Einen Moment. So. Das letzte Mal schon so machen können. Achso, ist das eine Tiefgarage. Da kann er sich doch bestimmt auch irgendwo ein Drogenpaket. Nee. Nee, auch kein Drogenpaket hier. Also, gefühlt ist das doch so ziemlich die, oder beziehungsweise es ist doch, wenn ich mich nicht irre, die dritte Stadt aus San Andreas. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten, das ist mir vorher nie aufgefallen. Natürlich GTA 3 gespielt, als es rauskam. Dann Vice City, dann irgendwann viel später San Andreas auf dem PC. Ja, da war das ja natürlich schon wieder so gut wie vergessen alles. Da gibt schon doch einige Gemeinsamkeiten. Schon erstaunlich. Ja,
Ich glaube, die Häuser sind dann hier alle fertig. Oh, ach, das sind unsere Geisterfreunde hier, dem Schiff wieder leider etwas ruiniert haben. Na gut, aber wir fahren erstmal zu Akusa jetzt. Aber erst müssen wir hier rein. Hier gibt es doch 100 Bohnen Drogenpaket. Stimmt ganz oben. Fahren einfach mal ganz hoch. Entweder gibt es hier irgendwo einen Waffenspawn oder ein Drogenpaket. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. 800. Es wird. Aber ich fahre trotzdem mal ganz hoch. Hier vielleicht erstmal noch ein schickeres Auto. Gibt es einen Cheetah? Ein Cheetah. In so einem Auto wollten die uns umbringen. Was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so cool fand. Salvatore uns so schnell verrät. Oh, Benji. Schwere Wahl. Benji, Cheetah. Aber wir bleiben mal im Cheetah. Man hat mir so einen hübschen Stunt. Aber dann war bestimmt voll im Baum. Oder? Nee. Ah, doch. Oh je. Wird gleich weiter gesprungen hier. Ja. Oh. Da haben wir leider jemanden erwischt. Was uns nicht daran hindert, uns sein Ab und Gut zu krallen. So, und jetzt ab. Das ist ja cool. Azuka. Ja, schnell. Jetzt bin die Leute durch. Und gegen die Wand. So, mal schauen, was sie jetzt für uns hat. Ob sie jetzt unsere nicht ganz geschäftliche Beziehung erweitern möchte. Unter Überwachung. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Azuka had a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. So. Wir sind also ihr kleines Spielzeug. Und vielleicht das Auto wechseln sollen. Militärtruck. Haben doch. Scharfschützengewehr dabei. Ja, sorry, my friend. I'm making this at German. So, wo geht's weiter? Fünf Minuten. Drei. Vielleicht können wir das gleich wieder mit einem Sniper erledigen.
So, ein bisschen AK-Munition hier. Ja, thanks, my friend. Sorry that you can't find someone to watch. So, weiter geht's. Der arme kleine Kerl findet nicht zum Gucken. Und will er geht er 3 zusehen. Und ich spreche leider die falsche Sprache für ihn. Das tut mir natürlich leid. Aber da kann ich ihm gerade nicht helfen. Weil ich die Gegner nicht finde. Hier irgendwo sein. Wo sind die Gegner? Ist hier irgendwo so eine Art Garage? Oh je, je, je. Wo kommt das her? Ach, dort! Okay, da können wir ja lange suchen. Aber da haben wir ja unser Werkzeug dabei. Ja, warte, warte. Zack Nummer 1. Zack Nummer 2. Guck nicht so, mein Freund, sonst kriegen wir auch nur den letzten hier. Sind wir scheinbar zu weit weg. Das sind ein paar. Stecken sich noch welche hinter den Bäumen. Jetzt holen wir mal den obersten. Jetzt haben wir ihn. Jetzt fehlt nur noch einer. Erwischen wir von hier nicht. Mal schauen, dass wir den irgendwie rankriegen. Und es geht ohne, dass er uns zuerst erwischt. So, wo ist er? Da. Wie wir den erwischen sollen. Eine Granate werden wir bestimmt nicht hochschmeißen können. Ja. Und vielleicht eine AK. Der will wohl einfach nicht sterben. Mal gucken, dass wir irgendwie weiter wegkommen. Wir haben auch bloß noch eine Minute hier. Ich komme weiter weg. Och, Entschuldigung, mein Freund. Ich glaube, ich habe ihn da gerade durchspitzen sehen. Nee. Nicht durch. Dann müssen wir das normal machen und den einen nicht erwischen. Oh, jetzt, jetzt. Weiter weg. Nützt uns gerade nicht so viel. Wir müssten höher. Wo kommen wir hier denn höher? Oder vielleicht einmal weiter rechts? Oh, jetzt vielleicht. Wir treffen ihn nicht. Wieso duckt er sich denn? Kann doch nicht wahr sein. Noch 20 Sekunden. Das werden wir mit 100 Pro normal machen müssen hier. Okay. Das wird nichts. Und dann wieder farmen und ja, da läuft die Zeit auch schon ab. Und wir direkt schon wieder Richtung Missionsstart. Müsste ja ganz in der Nähe sein. Mission fehlgeschlagen. Eigentlich falsche Werbung. Big Bike Box and Co. Was wir have?
We've got bigger bombs. That burger kid became a real man today. See you in Miami, Rockstar Games. Ja, wunderbar. Dann fahren wir erstmal wieder zu Akusa zurück. Das war blöd mit der Mission hier, ne? Und hopp. Ganz elegant. Ganz elegant. Auch direkt wunderhübsch geparkt, muss ich jetzt einfach mal zugeben. Ja. Da bin ich Feuer und Flamme dafür. So. Unter Überwachung. Jawohl.